Herzlich willkommen wieder beim Bastler. Schön, dass ihr dabei seid. Wir werden heute uns mal um unsere TKS noch mal kümmern. Ich werde einen Jig bauen, um spitze Winkel zu sägen, weil normalerweise standardmäßig geht ja nur von 90 bis 45, vielleicht noch ein Grad mehr oder zwei, aber das ist kein richtiger spitzer Winkel. Und wir versuchen mal, ob wir einen 33 Grad Winkel schaffen. Nach dem Intro geht's gleich los. Ja, das ist meine TKS, Tischkreissäge. Und ihr seht, die ist jetzt zu 90 Grad ausgerichtet. Was ja eigentlich der übliche Schnitt ist. Und man kann diesen jetzt bis 45 Grad nach hier neigen. Damit kann ich aber nicht 33 Grad oder irgendwelche anderen Spitzenwinkel mitschneiden. Also müssen wir uns einen Jig bauen. Und zwar nutzen wir dazu den Parallelanschlag, der hier ja auch sehr schön gerade ist. Und an dem bauen wir halt uns mal was dran, was uns dabei hilft, diese Spitzenwinkel zu sägen. Und da habe ich noch eine Restplatte, die ist schön glatt, vielleicht rutscht die auch ganz schön. Das ist natürlich Pressholz, wie man sieht, aber ist ja ein Reststück, das werden wir hierfür nutzen. Und eventuell noch dieses. Ich möchte ein Hilfsmittel bauen, das so hier dran lang gleitet. Dies ist jetzt ein bisschen hoch, deswegen werden wir das einmal kürzen noch. Und das Teil, was wir kürzen, werden wir auf der anderen Seite vielleicht einsetzen. Und zwar kürzen wir das um diese Höhe, weil wir das auf der anderen Seite ansetzen. Wir versuchen das damit, falls das irgendwie aus Innenrude nicht funktioniert, ist nicht schlimm, weil wir können das alles mit Holzdübel und Leim alles wieder richten. Ja, wir haben hier eine Höhe von dem Längsanschlag von 60 mm. Da wir durchaus nicht bis unten auf dem Boden langschleifen brauchen, reichen auch 55 mm. Und die sägen wir uns hier mal ab. Und damit uns das hier nicht ausreißt mit diesem Sägeblatt, kleben wir der Klebeband vorher drüber. Ja. Geht wohl. Und jetzt brauchen wir noch ein Stück, was auch, na, wir nehmen 6 cm, also 60 mm. Das schneiden wir hier nochmal ab. So, jetzt bauen wir hier erstmal 3 Löcher für die Schrauben, die wir da einsetzen. So, jetzt klemmen wir die hier mal fest. Eben gucken wir rum. Schöne Seite nach vorne unten, so machen wir es. Gucken, Oberkante, ja. So bohren wir jetzt erst mit einem 3 mm Bohrer vor. So, jetzt machen wir an der langen Seite genau das gleiche. Da setzen wir auch 3 Löcher. Also sitzt bombenfest, lässt sich aber schwer bewegen. Und daher gehen wir hin und legen jetzt etwas dahinter, sodass wir eine leichte Lücke kriegen. Entweder ein Papier oder ich mache einen Klebestreifen dran. Also hier. Und lässt sich gut schieben. Und ist fest. Dies ist ein Reststück, das werden wir noch als Anschlag nutzen. Jetzt sollte man natürlich den Anschlag senkrecht dran machen. Ich lege was drunter, weil unten braucht der nicht aufliegen. Das kann durchaus sein, dass das Sägeblatt sowieso was wegsägt. Ist aber nicht weiter schlimm, weil das müsste sich mit dem Loch eigentlich gut ausgehen. Aber wir könnten auch so machen. Können wir auch versuchen. Ja. Machen wir es halt sofort so. So. Ups. Damit der auch wirklich winkelig dran kommt, legen wir das
Dreieck dran und zwingen diese dann mal eben fest. Aber natürlich nicht mit ihm hier. Eine Schraubzwinge, hatte ich gedacht. Ja, sieht gut aus. So, und jetzt dürfen die Schrauben nicht zu lang sein. Also müsste ich mit 30er hinkommen, da diese nicht durchgehen sollten. Ich habe mir jetzt so Kniehebelspanner oder Klemmer bestellt. Ich verlinke euch die unten mal. Die werde ich jetzt hier dran machen oder zwei zumindest. Und ich setze den bei 5 cm Mitte, sodass wir kleinere Teile unten erwischen. Hoffentlich. Oder geht das nicht? Es kann auch sein, dass es vielleicht schon zu weit raussteht. Dann müssen wir schauen, wie schräg das ist. Machen wir es mal lieber hier hin. Jetzt gibt es diese schöne Schraube noch, die wir da noch montieren müssen. Wo auch immer, das ist wahrscheinlich Einstellungssache, wie dick man das Werkstück hat. Ich glaube, so könnte es gut gehen. Wenn man jetzt das Werkstück dicker hat, muss er natürlich höher. Das hebt sich hoch. Hier muss noch was geschraubt werden. Wir stellen jetzt das Sägeblatt mal auf 33 Grad ein. Wollen wir mal gucken, ob das wohl funktioniert. Das heißt, 67 müsste ich dann ja haben. Nach Adam Riese. Jetzt müssen wir das Sägeblatt runterdrehen und zwar so weit, dass er noch sauber durchs Holz gehen kann. So, und so kommt er auch nicht hier oben dran. Er wird aber ein Stück von diesem abschneiden. Das ist halt so. Und damit das Werkstück auch wirklich gerade an unsere Vorrichtung bleibt, setze ich hier nochmal eine Schraubzwinge oben dran. Da. Und ein spitzer Winkel. So, und wenn man genau hinguckt, ich glaube, da waren Nägel drin oder irgendwas. Hätte ich mir ja auch sagen können, dass ich falsch gerechnet habe. Das wären 33 Grad gewesen. Es ist scheinbar weniger. Ja, was war der Fehler? Ich habe nicht 90 minus 33 gerechnet bei der Anzeige von der Levelbox, dass ich 67 rauskriege, sondern ich habe im Kopf natürlich immer 100 gehabt, minus 33 sind 67. Also wo ist das Problem? Ich hätte 57 einstellen müssen. Dann hätte ich jetzt auch 33 Grad wahrscheinlich gekriegt. Ja, so ist das. Aber trotzdem, der Winkel ist ja noch spitzer. Ich habe noch einen Teil gemacht und es sieht eigentlich ganz gut aus, so wie er es macht. Also kann man nicht meckern. Ja, das brauche ich natürlich für mein nächstes Projekt, was ich gerade am Bauen bin. Und wenn ihr Glück habt, seht ihr das im nächsten Video, wenn es fertig ist. Ja, da sind noch ein paar Ungereimtheiten, die ich noch nicht ganz klar habe. Mir klar bin. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal mit 33 Grad und wir legen jetzt oder schieben den Parallelanschlag sogar beidseitig hier wie auch auf der anderen Seite ziehen wir den ran, dass er am Sägeblatt sehr parallel ist. Jetzt nehmen wir dieses Teststück und dann versuchen wir das nochmal. Und ich habe mit Absicht das Sägeblatt mal nicht ganz zurückgefahren, um zu sehen, ob das ein besseres Ergebnis noch gibt. Der ist vielleicht nicht das schönste Holz dafür. Aber wir schauen mal. Das kann man mit dem Holz vielleicht nicht gut vergleichen. Also ich sehe das als gelungen. So, und die Gradzahl 32,9. Was wollen wir denn mehr? Ich habe noch ein Reststück gefunden, das ist genauso dick wie das.
schneiden wir hier ab und bereiten das mal für die Gegenseite vor. Da ich die Schrauben ja hier drin versenken will, so dass sie arretieren, bohre ich natürlich erst mit 10 mm das große Loch und danach erst das kleine. Ich habe mir hier Markierungen gemacht, habe ein 6er Loch gebohrt, den packe ich jetzt hier drin. Ja, Anschlag habe ich passend gestellt. Jetzt ziehe ich diese Kante bis hierhin. Erstmal auf der Hälfte. Lauf aneinander vorbei. Das ist schon mal wichtig. Oh, zu kurz. Ja, Schrauben müssen ein bisschen länger sein. Hab keine da. Müssen wir es halt mit den einfachen Flügelschrauben muttern machen. Geht natürlich auch. Sehr. So, unser Proband klemmen wir hier ein. Aber erst können wir diesen auch noch hier ranschieben, hinten arretieren und können die hiermit festmachen. Der sitzt jetzt schön bombenfest an dem Teil. Und beim Einstellen natürlich immer darauf achten, dass das Sägeblatt so tief ist, dass er natürlich nicht hier in das Metall tigert. Ja, und hier wird es schon eng. Das Problem ist, weil er den jetzt eventuell wegdrücken würde. Ja, das war ein Missgeschick. Und ich habe die Klemmen jetzt ein wenig schräg angesetzt, weil bei diesem Teil ist es halt wichtig, weil es so kurz ist, und ich auf beiden Seiten schrägen haben will, dass er natürlich nur hier ziemlich unten zugreifen darf. Und zwar genau hier, damit sich das nicht verschiebt oder verkippt. Ja, das war ein kleines Missgeschick, aber das ist kein Problem. Dann machen wir das halt eben um 3 mm kürzer. Bei dieser Änderung muss man natürlich höllisch aufpassen, dass das Sägeblatt nicht noch an die Halterung drankommt, also an die Klemmen. Das wäre natürlich fatal. Und deswegen immer schön Acht geben, dass man unterhalb bleibt, sonst hat man leicht Stress. Und den schaffen wir auch noch. Könnte so kippen, aber das tut er jetzt nicht mehr. Sehr gut. Ja, liebe Wasserfreunde, das Hilfsmittel habe ich fertig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, wie ich das gebaut habe. Und mit diesem kann man, wie gesagt, sehr kleine, ja, ich sag mal, Holzstreifen oder kurz oder besser gesagt kurze Bretter oder Bohlen auf spitze Gärung schneiden. So, da das hier verbrannt ist, macht euch keine Sorgen, das wird eine Klebefläche werden natürlich. Ja, und falls euch das Video gefallen hat, dann bitte dran denken, gebt mir einen Daumen hoch. Gerne, dass ihr den Kanal abonniert und wenn ihr die Glocke aktiviert habt, dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder, weil beim nächsten Video zeige ich euch, was ich mit diesen kurzen Teilen auf spitz geschnitten gebaut habe. Bis dann, tschüss!